Krieger. Krieger von Reven. Anmerkung des Herausgebers. Dies ist der dritte Band in einer vierbändigen Reihe. Falls ihr die ersten beiden Bände, Bettler und Dieb, noch nicht gelesen habt, würde ich euch empfehlen, dies nachzuholen. Suibud Erol wusste wenig über seine Vergangenheit, was ihm auch einerlei war. Seine Kindheit hatte er in Erolgard verbracht, aber das Königreich war sehr arm und die Steuern infolgedessen sehr hoch. Er war zu jung, um sein rechtliches Erbe zu verwalten, und aus Angst, ihr Heer könnte ruiniert werden, zogen seine Diener mit ihm nach Jallenheim. Niemand wusste, warum dieser Ort ausgesucht wurde. Ein altes Dienstmädchen, inzwischen längst tot, hatte es für einen guten Ort gehalten, um ein Kind aufzuziehen. Niemandem war etwas Besseres eingefallen. Möglicherweise hat es Kinder gegeben, die noch mehr verwöhnt und verhätschelt wurden als der junge Suibud. Aber das ist fraglich. Als er älter wurde, begriff er, dass er zwar reich war, sonst aber gar nichts besaß. Keine Familie, keine sozialen Positionen, überhaupt keine Sicherheit. Wahre Loyalität, so stellt es sich bei mehr als einer Gelegenheit heraus, kann nicht gekauft werden. Wissend, dass es nur eines gab, was für ihn sprach, nämlich sein riesiges Vermögen, war er fest entschlossen, dieses zu verteidigen und, wenn möglich, zu vermehren. Es gibt habgierige Menschen, die ansonsten sehr sympathisch sind. Aber Suibud gehörte zu dem seltenen Menschenschlag, der, sei es durch Veranlagung oder Erziehung, kein anderes Interesse im Leben hat als das Anhäufen und Horten von Gold. Er war bereit, alles zu tun, um sein Vermögen zu mehren. Vor kurzem hatte er heimlich damit begonnen, Söldner anzuheuern und attraktive Grundstücke überfallen zu lassen, um diese dann, wenn keiner mehr dort leben wollte, zu kaufen. Danach hörten die Angriffe natürlich auf, und Suibud besaß ein trägliches Land, das er für einen lachhaften Betrag gekauft hatte. Es hatte mit einigen kleinen Bauernhöfen angefangen, aber in letzter Zeit hatte er eine ehrgeizigere Kampagne begonnen. Im mittleren Norden von Himmelsrand gibt es ein Gebiet, genannt Aalto, von einzigartigem geografischem Interesse. Es ist das Tal eines inaktiven Vulkans, auf allen Seiten von Gletschern umgeben, sodass die Erde vom Vulkan heiß, aber der unablässige Sprühregen und die Luft kalt sind. Eine Traubensorte namens Jaspai gedeiht dort, während sie überall sonst in Tamriel verwelkt und eingeht. Dieser seltsame Weingarten ist im Privatbesitz und der dort erzeugte Wein ist daher sehr selten und extrem teuer. Das heißt, dass der Kaiser die Erlaubnis des kaiserlichen Rats braucht, um einmal jährlich ein Glas davon zu trinken. Um den Eigentümer des Aalto so lange zu schikanieren, bis er ihm das Land billig verkaufte, brauchte Suibud mehr als nur ein paar Söldner. Er musste die beste Privatarmee im Himmelsrand anwerben. Suibud gab nur ungern Geld aus, aber er hatte der Generalin der Armee, einer Frau namens Lysifitra, einen Edelstein von der Größe eines Apfels als Lohn versprochen. Er hatte ihn ihr noch nicht gegeben. Die Zahlung sollte erst nach erfolgreichem Abschluss der Mission erfolgen, aber der Gedanke, dass er einen so wertvollen Gegenstand aus der Hand geben müsse, bereitete ihm schlaflose Nächte. Er schlief immer tagsüber, damit er nachts seine Lagerräume bewachen konnte, da er wusste, dass dann die Diebe unterwegs waren. Damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem Suibud nach unruhigem Schlaf etwa um die Mittagszeit aufwachte und einen Dieb in seinem Schlafzimmer überraschte. Dieser Dieb war Eslav. Eslav hatte sich überlegt, aus dem Fenster zu springen und 30 Meter tiefer in den Zweigen eines Baumes außerhalb der Mauern des befestigten Palasts zu landen, um anschließend in einen Heuhaufen zu plumpsen. Wer jemals solch ein Kunststück probiert hat, wird bezeugen, dass dies einiges an Konzentration und Nerven erfordert. Als er sah, dass der reiche Mann, der im Zimmer schlief, erwacht war, verließ ihn beides. Eslav schlüpfte leise hinter einen hohen dekorativen Schild, um dort zu warten, bis Suibud wieder einschlief. Suibud schlief aber nicht wieder ein. Er hatte zwar nichts gehört, doch er spürte, dass jemand im Zimmer war. Er stand auf und begann, durch das Zimmer zu laufen. Suibud schritt auf und ab, bis er schließlich beschloss, dass es nichts als Einbildung gewesen sei. Es war niemand im Raum. Sein Vermögen war sicher. Er wollte gerade wieder in sein Bett zurück, als er ein dumpfes Geräusch hörte. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Edelstein, den er Lysifitra geben sollte, auf dem Fußboden neben dem Kavalierschild aus Atmora lag,
Eine Hand kam hinter dem Schild hervor und ergreife ihn. Dieb! Schrie Suibut. Er griff sich ein juwelengeschmücktes Akaviri-Kantana von der Wand und stürzte sich auf den Schild. Der Kampf zwischen Eslab und Suibut war nicht in die Chroniken der großen Duelle eingehen. Suibut wusste nicht, wie man ein Schwert benutzt, und Eslab war kein Experte Blocken mit dem Schild. Beide waren unbeholfen und ungeschickt. Trotz seiner Wut brachte es Suibut einfach nicht über sich, das Schwert auf eine Weise einzusetzen, die möglicherweise seine feine Filigranarbeit beschädigt und damit seinen Marktwert verringert hätte. Eslab blieb in Bewegung, schleppte den Schild mit und versuchte, ihn zwischen sich und der Klinge zu halten, was schließlich die Hauptsache bei der Verteidigung ist. Suibut brüllte frustriert, während er auf den Schild einhieb, der seinen holprigen Weg durch das Zimmer fortsetzte. Er versuchte sogar, mit dem Dieb zu verhandeln. Er erklärte ihm, dass der Edelstein einer großen Kriegerin namens Lysifitrak versprochen war und wenn er ihn aushändigte, würde er, Suibut, ihm dafür gerne etwas anderes geben. Eslav war zwar nicht der Hellste, aber das glaubte ihm nun doch nicht. Als Suibuts Wachen auf die Rufe ihres Herrn hin in das Schlafzimmer stürzten, hatte Eslav es geschafft, den Schild bis ans Fenster zu zerren. Sie stürzten sich auf den Schild, und zwar mit weit größerem Geschick als Suibut zuvor, mussten jedoch feststellen, dass niemand mehr dahinter steckte. Eslav war aus dem Fenster gesprungen und geflüchtet. Während er schwerfällig und vom Geklimper der Goldmützen in seinen Taschen begleitet durch die Straßen von Jallenheim rannte, spürte Eslav, wie der riesige Edelstein ihn dort wundscheuerte, wo er ihn versteckt hatte. Er wusste nicht, wohin er sich nun wenden sollte. Er wusste nur, dass er nie wieder in diese Stadt zurückkehren konnte und dass er dieser Kriegerin namens Lysifitra, die Ansprüche auf das Juwel hatte, auf jeden Fall aus dem Weg gehen musste. Anmerkung: Die Geschichte von Eslav Erol wird im Band König fortgesetzt.